Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge, die schon etwas länger her ist, habe ich innerlich gekocht, weil mein Detlef mal wieder zu blöd war. Nein, nicht zu blöd. Ich habe Detlef ja eigentlich gern, aber er hat es mal wieder geschafft, ein Pokémon von, das ich mir eigentlich fangen wollte, in den Sand zu setzen. Ja. Ich muss mich jetzt mal wieder in mein Pokémon-Team reinfinden. Ich hatte ein Loreblatt, stimmt. Und ich glaube, ich werde mit diesem Loreblatt auch gleich mal hier in den Camper hier reinhirschen. Camp is fun. Nee. Camping ist nichts für mich, mein Lieber. Ich hab's mal gemacht und ich mag's nicht, muss ich echt sagen. Also, aha, ein Sandan. So, Razor Leaf. Jawohl. Ich hab mal gecampt einmal. Und ich mochte die. Ich meine, ja, ich liebe die Natur. Aber ich mag die Geräusche nicht, ich mag die Mücken nicht und deswegen habe ich gemerkt, ach nee, Camping ist nichts für mich. So, ich bin auch noch die Schnelligkeit von Omega Rubin gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja Omega Rubin, worüber ich übrigens sehr, sehr froh bin. Ich liebe dieses Spiel, ich finde, das ist bis jetzt das beste Pokémon-Spiel. Nicht nur, weil es ein Remake von meiner Lieblingsgeneration ist, hier der dritten, sondern einfach, weil man kann so viel machen. Es ist genial. Deswegen mag ich das so sehr. So. Rock Smash, T-Bone. Danke. Und bitte kein Pokémon. Danke. Und ein Proteinblock gefunden. Jawohl. Das kann ich immer gebrauchen. Ist hier was? Ne, hier ist nichts. Komisch. Okay. Ach so, hier ist, glaube ich, genau hier ist eine Stelle, wo etwas später kommt. Oh, da unten ist noch ein Trainer. Den habe ich übersehen, ey. Ich müsste noch Schutz haben. Ich sag doch, ich muss mich erst wieder reinfinden in das Ganze. Hallo. Ich weiß nicht mehr, was du für Pokémon hast. Hallo. Uff, 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 was? Fu. Fußt du mich gerade an, du Pokémaniac? Ah, Stolumio. Habe ich das richtige Pokémon von... ich glaube nicht. Boah, Mann. Nee, passt. Ha, One-Hit. Meine Pokémon sind so maßlos überlevelt, ne? Wie gut, dass ich keine Level-Cap drin habe, weil bei meiner ersten Nuzlocke wollte ich das jetzt nicht so machen. Ach, nee. Warum wollen alle wieder mit mir quatschen? Da ist doch bestimmt was drin. Ich wusste, es ist ein Carbon. So. Weiter geht's. Moment. Halt, ich wollte zu den Pokémon. Ich tue Detlef trotzdem mal nach vorne. Denn man kann ja nie wissen, was als nächstes für einen Pokémon-Kampf auf mich lauert. Wer bist du nochmal? Ach so, ein Hitzkopf. Und ein Slimeox, sage ich schon. Schneckmack schickst du in den Kampf. Ah, okay. Detlef bekommt bald ein Level-Up. Bald müsste es sich nicht bald entwickeln? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Jetzt kriegt es erstmal Level-Up für Level 27. Wingull. Da mal schön meinen Basti raus. Denn Basti ist vierfach effektiv gegen Wingull. Wingull? Ich mag Wingull. Es ist eine Möwe. Und es entwickelt sich in einen Pelikan. Ja. Evolution, sage ich nur. Die Evolution. Kein Problem, dass ich dein Feuer gelöscht habe. Ah. Oh, okay, anscheinend noch nicht. Mit welchem Level entwickelt sich Dings Seemon nochmal? Sepa meine ich. Zu Seemon. Jumbi up in the mountains. Bla bla bla.
diese ganzen englischen Gelabere, was die da alles machen, interessiert mich nicht. Lukas und Angelina, Lombrero und Kleinstein. Da habe ich ja die perfekte Kombi vorne, ey. Du auf Kleinstein und... Ah, du machst mal Schnabel auf Lombrero. Meine kleine Annie. Das ist echt eine zu wie viel Chance, dass es weiblich ist, das Starter-Pokémon? Ich weiß es nicht. Ah, ein Kamau. One-Hit? Nein! Hast du Robustheit oder was? So. Und Zerschneider auf das Lombrero. Das Kamau müsste jetzt auch One-Hit sein. Jawoll! Das ist ja schließlich Feuerboden, soweit ich weiß. Oder ist das... Ist Kamau nur Feuer? Ach man, ich hab so lange kein Pokémon mehr gespielt und vor allem kein Pokémon der dritten Generation, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was was ist und so. Ja komm, mach weiter Aquaknarre. Ich werde es mit Doppelkick bearbeiten. So. Doppelkick. Eins und zwei. Bye bye, Meryl. Ich mag Meryl. Meryl ist niedlich. Ich habe viele Pokémon. Also, ich mag viele Pokémon nur, weil sie niedlich sind. Also, oder hübsch. Also, ich gehe jetzt nicht so auf die Use. Also, ob sie useful sind oder nicht. Und upsala. Sondern ich. Jolla, ja. Ach so, ich sollte sein Echo spielen. Okay. Mm. Ja, ein Kleinstein. Genau, wir waren vor den Meteorfällen. Da gibt es nämlich etwas zu finden. In diesen Meteorfällen. Unter anderem ein neues Pokémon. Machom. Nee. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Ich weiß ja, was Dings Macholo so drauf hat. Ah, genau das zum Beispiel. Ah, okay, das macht nicht viel. Ich mach mal weiter Aquaknarre auf Macholo drauf. Bah! Ich sag doch, ich verhaspel mich in letzter Zeit dauernd. Jolo. Da müsstest du schon nach Bayern in die Berge zu mir. So, wir betreten ein neues Gebiet. Und zwar die Meteorfälle. Und wir dürfen ein neues Gebiet betreten. Und wir dürfen ein neues Pokémon. Ich meine, wir dürfen ein neues Pokémon fangen. Und ich setze mal Shelly nach vorne. Denn ich weiß ja nicht, was mich so erwartet. Ne? Wenn schon wieder ein legendäres Pokémon kommt, wie damals bei Malvenfrusse, die dann schreie ich. Erstmal einen Top-Trank. Na komm. Pokémon. Und es wird sein. Ein Tuska soll es also sein. Na, da habe ich wieder das perfekte Pokémon an der Spitze. Wie schwäch ich's? Ich habe nur Aurora-Dings. Aurora-Strahl. Ich glaube, ich werde sofort einen Superball werfen. Tuska müsste eigentlich eine hohe Fangrate haben. Eins, zwei, drei. Yes! Oh, I'm happy. I'm so happy. Jawohl. Da kann ich jetzt die Meteorfälle wegstreichen. So. Ein Tuska! Tuska lebt in der Wüste ohne Regen. Es verteidigt sich, indem es seine dicken, mit Nieten besetzten Arme schwingt. Einmal im Jahr hat es gelbe Blüten. Süß. Nickname, yes. Oh Gott, es ist männlich und es ist ein Kaktus. Wie soll ich es nennen? Nenne ich ein Tuska. Du
Truska, 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 wie nenne ich's? Moni. Genau, ich nenne es Moni. Das erinnert mich nämlich immer an ein Monster, das wir in der 5. Klasse in Englisch hatten. Das war zwar kein Kaktus in dem Sinne, aber es war ein bisschen spiky. Und es war immer ganz niedlich und ich finde Tuska auch ganz niedlich. So, was hätten wir... hätten ein Nocto fangen können. Schön. Schön. Tschüss, Nocto. deswegen heißt mein Dings Moni. Und, Moment mal, das ist doch Team Magma. Was ist denn hier los? Mit diesen Meteoriten wird das Ding im Schlotberg... Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du dich in Team Magma in den Weg stellst, dann darfst du keine Gnade erwarten. Stopp, Team Magma! Moment. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr denkt, dass ihr mit der Welt so umspringen könnt. Sogar Team Magma ist uns gefolgt. Aber es ist viel zu viel Arbeit, mit euch allen rumzuschlagen. Macht doch eh nix. Wir haben den Meteoriten, also ab zum Schlotberg. Wir sehen uns, Team Aqua Doofbacken. Das hat er zwar wahrscheinlich nicht gesagt, aber egal. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Im Museum von Graffitport, richtig? Ah, dein Name ist also May. Ich dachte zuerst, du wärst einer von Team Magmas Leuten. Du bist ein komisches Kind. Team Magma ist eine gefährliche Gruppe voller Fanatisten. Sie wollen die Landmassen vergrößern, aber wollen dabei alles zerstören. Sie sind unsere Rivalen. Team Aqua, dass das Meer liebt. Boss, sollten wir nicht Team Magma verfolgen? Ja, müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Wir können uns nicht vorstellen, was Team Magma am Schlotberg vorhat. May, du solltest dich vor Team Magma in Acht nehmen. Auf Wiedersehen. Das war merkwürdig. Aber hey, immerhin können wir Professor Cosmo befreien. Hallo. Ich bin Cosmo. Ich bin Professor. Team Magma hat mich gefragt, ob ich sie zu den Meteorfällen begleiten könnte. Aber sie haben mich ausgetrickst. Sie haben mir meinen Meteoriten gestohlen. Und dann Team Aqua ist aufgetaucht. Die sind ziemlich mit dem Team Magma gleich. Danach... Ich verstehe gar nichts mehr. Aber Team Magma... Was haben die mit den Meteoriten am Schlotberg vor? Tja... Was die mit den Meteoriten vorhaben, müssen wir natürlich herausfinden. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal... Oder beim übernächsten Mal, weil ich werde zuerst nach Süden gehen und die Route dort erkunden und mit den Trainern quatschen und mir eventuell ein neues Pokémon fangen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!